In der Stadt haben wir einen ganzen Haufen Infrastrukturen, die müssen wir unterhalten und in Schuss halten, wie auch alle Sport- und Freizeitinfrastrukturen. Dazu gehört auch Zweierli, das haben wir jetzt anderthalb Jahre von Grund auf saniert. Das Ziel ist immer, das Alte erhalten, den Charme zu erhalten, aber auch die nötigen Neuerungen reinbringen. Kommt doch schauen, vom 14. Mai an ist es offen, können wir entdecken, was neu ist im Weierli, obwohl man es kaum sieht.